Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge. Ich bewerte eure Parks und ihr habt mir ja richtig viele Parks eingesendet. Und deswegen muss ich jetzt mal anfangen, die alle nach und nach abzuarbeiten. Also falls ihr mir einen Park geschickt habt, dann seid bitte nicht böse, wenn es heute nicht euer Park ist. Vielleicht beim nächsten Mal. Ich habe noch so ein paar rumliegen. Aber ihr dürft mir auch gerne neue Parks zuschicken, weil gerade mit dem neuen Update die Parks, die möchte ich mir lieber angucken, als die, wo jetzt noch nicht die neuen Deko-Sachen verbaut sind. Ist ja relativ verständlich, denke ich. Und der heutige Park, der ist von EnderMW. Er hat ihn eingeschickt per E-Mail, hat einen kurzen Text dazu geschrieben, den kann ich mal einmal vorlesen. Nämlich, Hi Dandy, ich bin der EnderMW. Wie vorausgesagt schicke ich dir nun meinen Park. Dieser hat dasselbe Thema wie mein Quiz, welches ich dir ja schon verlinkt habe. Vielleicht können wir das Quiz ja auch nochmal machen die Tage. Du bist auch dort zu finden, also viel Spaß beim Suchen. Auch eine kleine Lustigkeit ist mir beim Erstellen passiert, welche ich auch drin gelassen habe. Vielleicht findest du dieses ja auch. Kleiner Tipp, ist am einfachsten in der Map-Ansicht zu finden. Da bin ich sehr gespannt, das werde ich hoffentlich finden, ansonsten musst du es mir in die Kommentare schreiben, wenn ich es übersehen habe. Und ich entschuldige mich schon mal für die Touren, da die sehr lang sind. Sie lohnen sich aber. Wünsche dir aber viel Glück, dass du nicht auch von einer Ziege weggehauen wirst. Okay, ist dir das passiert? Hoffe, ich bin der Erste mit dem neuen Update und hoffe, ebenso dabei sein zu dürfen. Mit freundlichen Grüßen, Ender. Freundliche Grüße zurück, Ender, und du warst tatsächlich einer der Ersten. Und genau deswegen bist du jetzt auch dran. Und ich würde sagen, wir schnacken gar nicht lange und schauen mal in deinen Park. So, ich bin bereit. Der Park ist geladen. Und ihr seht schon, man hat hier auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Ansicht schon mal von oben. Also sieht sehr vielversprechend aus. Einen Namen hast du gar nicht dazu geschrieben, wie dein Park heißt. Das Safe Game hieß allerdings Dandy. Also vielleicht heißt dein Park einfach Dandy. Oder ich frage dich nochmal und schreib's dann in den Videotitel. Werdet ihr dann sehen, wenn ihr das Video schaut. Und das sieht ja schon mal sehr, sehr cool aus. Also du scheinst hier alles in so einem Kreis gebaut zu haben. Finde ich cool. Aber wir gehen natürlich zum Anfang und fangen hier das Ganze an. Schau mal, vielleicht hat der Park ja auch hier einen Namen bekommen. Ah, okay, er hat wirklich einen Namen bekommen. The Isle Park. Hello there. Okay. Also ist das wohl an das Spiel The Isle angelehnt. Finde ich sehr cool. Jetzt verstehe ich auch, du hast wahrscheinlich ein The Isle Quiz mir zugesendet. Das ist aber eine coole Idee. Okay, das verstehe ich dann jetzt. Finde ich schon mal sehr cool hier mit dem Zaun. Ich wusste gar nicht, dass man hier so dicht drunter bauen kann. Finde ich cool, wie du das gemacht hast. Und ja, dann kommt man hier als erstes rein in den Park und hat dann erstmal hier so ein paar Palmen. Finde ich super, sieht nice aus. Und kommt direkt in eine Einschienenbahn, so wie es aussieht. Haltestelle Eingang. Hier sind noch so ein paar graue Wege gemacht. Finde ich cool. Und den Industriebereich hier vorne. Okay, da haben wir einmal die Ranger-Station, 6 Freunde für alle Fälle. Da haben wir Tom und Jerry, Dick und Doof und Cup und Kappa. Sehr cool. Und hier haben wir Air Force Zentrum mit Air Force. Sehr, sehr gut. Ja, hier hast du gar keinen Skin ausgewählt. Gibt es eigentlich Helikopter-Skins? Ah, nur den Orangen, ne? Ich weiß gar nicht, ob du den vielleicht über... Vielleicht hast du den auch nicht gehabt. Ich dachte, es gibt mehr. Aber ist jetzt auch nicht schlimm. Oh, und hier ist das neue Gewächshaus. Sehr, sehr cool. Das heißt, uns werden auf jeden Fall auch ein paar, Futterspender hier erwarten, andere Futterspender. Und wir sehen hier sogar schon die ersten Dinosaurier, wie nice. Ein Triceratops gerade. Aber wir wollen uns jetzt hier nicht zu sehr spoilern. Ich würde sagen, da du das so schön vorbereitet hier hast, setzen wir uns einfach mal in die Einschienenbahn und fahren mal eine Runde. Aber es macht eigentlich Sinn, wenn wir eben warten, bis die Einschienenbahn auch wirklich hier an dieser Stelle ist. Und da kommt sie schon angefahren. Ich würde sagen, wir steigen jetzt ein und dann genießen wir mal die Tour. Das wird vermutlich ein bisschen dauern jetzt, aber wir schauen einfach uns mal die Tour an. Dafür gehen wir dann auf so andere Sachen vielleicht mal nicht so lange ein, weil ich will auch die Folge nicht zu lange machen. Und ja, da dein Park wahrscheinlich auf dieser Einschienenbahn ziemlich basiert und du hast ja auch geschrieben, dass die Touren lang sind und sich lohnen, denke ich mal, wir fahren einfach mal die Touren und dann werden wir das meiste vom Park sicherlich schon erkunden durch die Touren. Da unten sehen wir auf jeden Fall schon... Oh, was sind denn das? Sind das Mutabura? Und Triceratops, ich kann es gerade nicht sehen. Ich kann leider auch nicht weiter nach links die Kamera schwenken. Oh, jetzt geht's los. Okay, hier ist der Industriebereich. Jetzt können wir auch nochmal reinzoomen. Da unten, oh, es geht immer so schnell. Ich glaube, das sind Mutaburas. Bin mir aber gar nicht sicher. Und Triceratops. Vielleicht müssen wir doch gleich nochmal ein bisschen in die Türme gehen, weil man kann hier wirklich nicht gut runterschauen. So, das geht alles so schnell. Und da ist auch eine Gyrosphärenfahrt und alles noch. Eieiei. Vielleicht ist die, Einschienbahntour echt nicht die beste so, weil ich finde immer, die Sicht aus der Einschienbahn ist immer sehr, sehr eingeschränkt. Weil ihr seht ja, hier ist dann sowas im Weg und es geht immer so, so schnell. Da kommt man gar nicht mit der Kamera hinterher. Und ich glaube, du hast echt viel mit Gyrosphären und so gearbeitet.
Oh, und. Ah, du hast auch eine Jurassic Tour eingebaut. Okay. Also vielleicht sollten wir. Leute, ich lasse die Einschienbahn außen vor. Weil, wie gesagt, man hat halt nicht die beste Sicht da drin. Und das dauert halt sehr, sehr lange. Dafür genießen wir dann lieber gleich die Gyros-Fernfahrt und die andere Tour. Wie heißen die nochmal? Safari-Tour? Wo finde ich die denn nochmal? Hier, ne? Nee, hä? Ah, ne, hier. Jurassic Tour heißt sie einfach. Okay. Ja, dann würde ich sagen, machen wir ganz normal weiter. Also man würde normalerweise hier dann langfahren. Und wir sind dann bis hier vorne gefahren und jetzt sozusagen steigen wir hier aus und kommen dann in den Park an. Und dann hat man schon hier einige coole Aussichtsplattformen. Ich glaube, ja, man kann halt, also ich kann es eigentlich einmal von oben zeigen. Man kann hier einmal komplett außen im Kreis rumlaufen. Finde ich sehr, sehr cool. Und da sind sehr, sehr viele Gehege, auch hier in der Mitte. Und hier sind auch so Sachen. Das ist ja alles sehr interessant. Ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll, weil es ist halt alles so ein Kreislauf. Ist sehr, sehr schwierig. Du hast auch ultra viele Beobachtungs-, sehr nah, sehr nah. Ich stehe deutlich über euch. Okay. Du hast halt sehr, sehr viele Beobachtungsgalerien auch eingebaut. Sehr, sehr cool. Haltestation Riesenechse. Du hast sogar alle benannt. Riesenechse des Südens. Okay, ich würde sagen, wir wollen jetzt nicht zu sehr abweichen. Wir schauen mal hier rein. Also wir fangen in diesem Bereich an. Haltestelle. Okay, das kann man sehr schlecht lesen. Zweikammechse und der Kroko. Interessant. Dann würde ich sagen, wir gehen mal in diese Richtung hier rum. Gehen hier lang und steigen mal hier in sehr nah 1 aus. Also ich glaube, wir sind richtig. Das ist hier nämlich die erste Beobachtungsgalerie. Schauen wir doch mal, was uns hier erwartet. Oh, ich freue mich da schon auf die Jurassic Tour. Das ist das erste Mal, dass ich eine richtige Jurassic Tour fahren darf. Richtig cool. Okay, was sehen wir hier? Ah, da sehen wir schon mal das Kroko, so wie es aussieht. Das sind Suchomimos und da im Hintergrund sind das Dilos. Kann man sehr, sehr schlecht erkennen. Das ist noch ein zweiter Sucho. Aber du hast das sehr, sehr schön gestaltet, das Gehege. Sieht richtig natürlich aus, wenn man hier so durchschaut. Kommt dann die Jurassic Tour und die zwei Suchos da hinten. Ah, ich freue mich schon auf die Jurassic Tour. Das wird mega nice. Ich würde sagen, Dinosauriernamen schauen wir nochmal am Ende. Sonst komme ich immer so raus. Guck mal, jetzt kommen sogar die beiden Suchos mal ein bisschen näher. Sehr, sehr nice. Gehen die jetzt was trinken? Oder was haben die vor? Oder wollen sie sich einfach nur mal präsentieren? Auf jeden Fall den roten Skin. Dem kann man ja nichts verkehrt machen. Hallo. Ich weiß, ich beobachte dich. Das gefällt dir nicht, ne? Wie schön er jetzt hierher kommt. Das ist ja wirklich richtig gut. So, welcher Skin ist das? Oh, das ist so ein grünlicher. Den habe ich tatsächlich auch noch nie gemacht, beziehungsweise sehr, sehr selten. So grün-schwarz. Sieht aber auch cool aus, der Skin. Hintergrund die Jurassic Tour. Und ich würde sagen, wir gehen weiter. Okay, die Namen von den beiden Suchos schaue ich mal jetzt eben nach. Da haben wir einmal Kalte Kehle und Yen. Ach, wie cool. Kalte Kehle ist auch ein Zuschauer. Den hat er verewigt. Finde ich super. Und dann würde ich sagen, steigen wir wieder aus und gehen weiter. Hier vorne hast du auch das mit den Toren gemacht. Finde ich sehr cool, dass du das noch so ja, mit so einem Gitter abgesichert hast. Und da sehen wir schon, die Dinosaurier sind gerade direkt vor der Galerie. Das sind Carnotaurusse. Ah, sehr gut. 5 Stück, so wie es aussieht. Also ordentlich viele. Und im Hintergrund sieht man auch alles schön hügelig gestaltet. Schön viele Felsen, Bäume. Sehr, sehr cool. Hier ist eine Gyros-Fernfahrt. Ach, nice. Ich glaube, das könnte ein bisschen dauern, bis wir deinen Park ganz erkundet haben. Hier hat man dann nochmal den nächsten Turm. Also an Sicht scheitert es hier auf jeden Fall nicht in deinem Park. Aber da hinten ist auch so ein großer Baum. Sehr cool. Ja, wir schauen jetzt mal so. Also hier sind überall Sachen, aber wir müssen jetzt ja nicht in jede einzelne reinschauen. Ich glaube, hier sind nur 5 Kanus drin, ne? Was heißt nur, ne? Aha, du hast einfach die Ränder als, also du hast einfach die Gehege mal bis zum Rand gemacht. Finde ich sehr cool. Ist ja wie in meinem Wildlife Park. Und ein sehr, sehr großes Gehege. Also finde ich gut, dass du den Dinosauriern so viel Platz gönnst. Schauen wir nochmal kurz die Namen. Da haben wir einmal Black Kotaku, ein Kev, Blood Godzilla, Wilton und der Dandyman. Ich habe mich gefunden. Juhu. Siehst du, so schnell geht's. Ich bin auch verewigt. Jetzt mal ein Kano. Finde ich gut. Ja, nice. Ich wusste gar nicht, dass Kanos so viele Leute, also so viele andere Dinos von sich ja, im gleichen Gehege mögen.
Aber das ist vermutlich modifiziert, ne? Ja, soziale Gruppe ist hochgeboostet hier, sieht man. Ich glaube, das Maximum ist sonst 2, kann das sein? Bin mir aber nicht sicher. Oh, die Sonne geht unter. Aha, du hast Zeit-Nacht-Wechsel an. Das heißt, es wird gleich Nacht. Wir gehen mal weiter. Hier sind doch noch einige andere Galerien. Hier haben wir die nächste Galerie in Richtung Mitte. Mal schauen, was uns da erwartet. Sehr schöne Sicht da. Man sieht den Vulkan, den Sonnenuntergang. Und eine Ziege. Juhu, ist ein Ziegengehege. Nee, Quatsch. Da im Hintergrund sehen wir einen Ceratosaurus. Cool. Da ist er. Guck jetzt leider gerade weg. Ist der schwarz-weiße Skin. Den nehme ich auch sehr, sehr häufig. Den finde ich mit dem Standard-Skin am besten, tatsächlich. Ich weiß gerade aber gar nicht, wie der Skin heißt. Könnte, glaube ich, lebhaft sein. Oder Regenwald. Ich glaube, Regenwald. Da kommt noch ein zweiter. Obwohl, der Skin ist auch cool. Dahinter auch. Aber ich glaube, der Standard-Skin und dieser hier sind meine Lieblingsskins. Man sieht leider die Farbe gerade nicht so gut, weil die Sonne untergeht. Ich weiß auch nicht, ob wir gleich Tag wieder anmachen oder ob wir einfach mal den Tag-Nacht-Wechsel miterleben sollen. Ich denke mal, ich lasse das einfach mal so. Ich schaue mal kurz, welcher Skin das ist. Das ist Regenwaldmuster, genau. Das ist sehr, sehr cool. Vigala heißt der. Der hier heißt Yasuno. Yasuna. Gott, was sind das alles für Namen? Ja. Das klingt wie so Anime-Namen. Und Miss Foxy. Das sind bestimmt irgendwie alles Leute, die du kennst, oder? Kann das sein? Finde ich mega cool, dass du die hier verewigt hast. Werden sich sicherlich freuen, falls sie das Video sehen. Und ja, mit der Gestaltung hast du natürlich schön gemacht hier, ne? Ich finde das immer richtig schön, wenn man so Felsen am Wasser macht und dann so ein bisschen... Okay, was war das? Habt ihr auch gesehen, ne? Die Galla hat gerade so ein bisschen herumgezuckt. Ja, jetzt wird es hier Nacht. Da kommt die Jurassic Tour. Ich würde sagen, wir gehen weiter. Nicht zu viel Zeit verschwenden. Hier hat man dann die nächste Einschienbahnstation. Haltestelle die Hornechse. Damit ist, glaube ich, der Cerato gemeint, ne? Ich glaube, der heißt so. So, hier ist dann noch eine Beobachtungsgalerie. Die schaut auch nochmal auf die Ceratos, so wie es aussieht. Ja, hier sieht man auch die Ceratos. Ich freue mich gleich mega auf die Jurassic Tour. So, dann geht's zum nächsten, Beobachtungsgalerie. Da haben wir Serna 7. Das sind, was sind denn das? Sind das Allos? Ja, das sind Allos, wie cool. Nice. Ein Allo-Gehege. Wie viele haben wir hier? Finn, Brutus, oh Gott. Ja, Brutus X, ist richtig. Driacuna und Dr. Klostein. Okay. Scheint wirklich alles Leute zu sein von dir, weil die Namen sagen mir teilweise halt leider gar nichts. Ja, hier hast du auch sehr, sehr schön gemacht, dass das Wasser verbunden ist zwischen den Gehegen. Und ich glaube, die Gyrosphärentour, die geht hier einmal komplett im Kreis. Finde ich mega cool. Also durch alle Gehege. Da müssen wir halt schauen, dass wir da einmal gleich schnell durchfahren. Und uns jetzt nicht so viel Zeit hier lassen. Mir fehlen hier schon die Worte. Gehen wir mal in die nächste Beobachtungsgalerie, was wir da sehen. Ja, ich würde sagen, wir überfliegen das jetzt nur so und fahren gleich mal die Gyrosphärenfahrt und dann die Jurassic Tour. Weil ich glaube, ich habe das System deines Parks verstanden. Also du hast hier einmal die Gyrosphärenfahrt durch die äußeren Gehege gemacht und durch die inneren hast du die Jurassic Tour gemacht. Finde ich eine sehr coole Idee. Und ich würde jetzt auch fast sagen, dass wir, weil sonst wird das alles zu lange dauern. Hier sind auch ganz viele Namen und so. Die werde ich dieses Mal, glaube ich, gar nicht alle erkunden können. Ich fliege mal einmal rüber. Ja, wir sehen ja schon einige Dinosaurier. Also hier sind richtig, richtig viele. Da Rixo, den kannte ich. Und ja, mit den Namen, das wird sonst zu lange dauern. Weil dein Park ist schon sehr, sehr ja, gut miteinander verbunden. So, es sind halt zwei Kreisläufe, finde ich sehr cool. Und damit das nicht zu lange dauert, werden wir jetzt in die Gyrosphäre als erstes einsteigen, würde ich sagen. Und am Ende machen wir dann die Jurassic Tour und dann sollten wir schon fast alles erkundet haben. Dann dauert das auch nicht so lange. Jetzt muss ich nur die Station finden. Die haben wir hier vorne. Kugelstoßen heißt das Ganze. Und wir fahren natürlich selber. Das müsste der obere sein. Richtig. So, dann fahren wir mal. Hier geht das Ganze los. Und jetzt bin ich sehr gespannt. Fahren natürlich hier mit Vollspeed durch. Zu der Gestaltung an sich jetzt erstmal kann ich nur sagen, richtig gut gemacht. Sieht ultra nice aus. Die Idee ist cool, dass du so zwei Kreisläufe hast. Einmal mit der Jurassic Tour und einmal mit der Gyrosphärenstation. Finde ich mega nice. Hier sind gerade zwei Pachis. Das sind Pachis, ne? Am Essen. Drei Pachis. Der eine hat sich versteckt.
Die haben sogar so ein, ja, so ein extra Futter, wie ihr seht. Also so ein richtiges Luxusfutter. Ich will die jetzt auch nicht weiter stören. Wir fahren weiter. Versucht wieder hochzukommen. So. Die Strecke ist natürlich hier ein bisschen steil und schräg. Also zum Selberfahren ist das immer ein bisschen schwierig. Ihr seht ja, ich roll runter. Ich drücke jetzt nichts. Ist immer natürlich ein bisschen kritisch, aber nicht schlimm. Hier haben wir noch einen Papi. Hallo du. Wie geht's? Ich hoffe, ich störe dich nicht. Ja, hast keine Lust auf mich, ne? Paris sind auch ganz tolle Dinos. Nices Gehege. Sind denn hier nur Paris drin? Ich glaube schon, ne? Was anderes kann ich nicht mehr sehen. Dann haben wir hier noch ein paar Felsen. Bisschen Deko. Und dann geht's schon ins nächste Gehege hier. Mit einer tollen Toranimation jetzt. Sesam, öffne dich. So, sind wir im nächsten Gehege. Ich glaube, das ist sehr, sehr groß. Das ist, glaube ich, das große Pflanzenfressergehege, ne? Das habe ich ja gerade schon in der Sicht gesehen. So, hier geht's bergauf. Und dann geht's hier weiter. Da hinten sieht man noch schön den Vulkan. Noch habe ich keine Dinos gesehen. Da sind die ersten Dinos. Was ist das denn? Ist das ein Galli oder ist das ein Archaeornithomimus? Das könnte auch sein. Schauen wir mal näher ran. Vielleicht kann ich es erkennen. Ich glaube, das ist ein Galli. Ich glaube, ja. Ich schaue mal nach. Das ist ein Gallimimus, der Olli heißt. So. Wieder ab in unsere Kugel. Ja, der frisst auch gerade. Ich finde es cool, dass du den Dinos allen so Luxusfutter spendiert hast, damit sie sich wohler fühlen. Hast du dir sehr viel Mühe gegeben mit dem Park. Kannst ja mal in die Kommentare schreiben, wie lange du gebraucht hast für den Park. Mal stellen. Hier ist gerade kein Dino, oder? Mal ein bisschen in die Außenansicht. So. Dann haben wir nämlich eine bessere Übersicht. Hier ist noch ein weiterer Gallimimus. Im Hintergrund seht ihr die Einschienenbahn. So, wir wollen jetzt aber nicht so sehr vom Kurs abweichen. Wo war denn der Kurs? Ich bin schon komplett abgewichen. Da ist der Kurs. Okay, wir fahren zurück. Ab zum Kurs. Und dann düsen wir durch. Lassen wir schon wieder viel zu viel Zeit. So. Ab dafür. Das sind einige von den neuen Bäumen. Auch sehr cool. Ist sehr, sehr schade, dass man diese Bäume immer nur mit so einem riesigen Abstand voneinander platzieren kann, ne? Könnt ihr mal auch in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet. Also, ich finde es allgemein doof, dass man die Deko-Sachen, also auch die Felsen und so, nicht richtig schön ineinander und aneinander stellen kann. Finde ich sehr, sehr ärgerlich. Hier sehen wir auf jeden Fall die nächsten Dinosaurier vor uns. Nämlich Paras. Da links sind noch zwei Gallis. Und hier haben wir eine Schar an Paras. An so einem kleinen ja, See oder sowas mit Felsen. Da laufen sie gerade alle in Richtung. Ich weiß auch nicht, wo die hinlaufen. Aber die Sonne geht gerade auch. Sehr, sehr schön. Ist echt schön gemacht, den Park. Ich werde sicherlich jetzt den einen oder anderen Dinosaurier übersehen. Was sehr, sehr schade ist. Aber ist ja auch nicht weiter schlimm. Vorne hast du wieder so einen Park gemacht. Jetzt seht ihr das ganz gut hier mit den Bäumen, was ich meinte. Ich meine, die Außenperspektive. Man muss halt immer mega den Abstand lassen und dadurch sieht das halt sehr, sehr künstlich bepflanzt aus, ne? Wenn ihr mal schaut. Also es sieht nicht hässlich aus, aber es sieht künstlich aus, weil die alle so gleichmäßig voneinander entfernt sind. Ist aber trotzdem sehr schön. Kommt ein sehr schönes Feeling hier rüber in deinem Park. Verlasse ich jetzt schon das Gehege oder geht es da hinten noch weiter? Eine gute Frage, ne? Zoom mal kurz raus. Ich glaube, ich verlasse das Gehege, ne? Jo! Okay, ich habe aber, glaube ich, keine Dinos übersehen. Hier sind nämlich nur Gallis und Paras drin. Die habe ich beide gesehen. Hier hinten hast du auch nochmal so eine Station. Die gucken wir uns auch gleich nochmal an. Darf ich hoffentlich nicht vergessen. Ich will jetzt aber schnell meine Gyrosphäre wiederfinden. Wo ist sie? Oh nein, ich bin wieder am Start. Oh nein, sie ist resettet. Egal, schauen wir uns mal ganz kurz hier, ja, diese kleine Station an. Finde ich cool hier mit dem Klippen und dem Berg. Hast du sehr schön gestaltet, sehr schön gemacht. Auch hier am Rand Bäume und sowas. Hier hast du dann nochmal eine Haltestelle Mount Isle gemacht. Ach, das soll das die The Isle Map sein? Darstellen irgendwie? Ich habe keine Ahnung. Ich kenne mich damit leider nicht so gut aus, aber die Idee finde ich ultra cool, die du gemacht hast. Ja, hier ist dann auch ein sehr schöner Weg. Gut mit dem Zaun gearbeitet. Alles umzäunt. Also es ist halt so eine eingezäunte Station. Sehr schön auch mit den Wegen hier gearbeitet. Und drei schöne Türme gemacht. Wir schauen mal hier in den mittleren rein. Und boah, da hat man aber wirklich eine sehr gute Aussicht. Also richtig nice geworden, Ender.
kann man alle Dinosaurier beobachten. Du hast auch so eine richtig schöne offene Ebene hier gemacht. Dann so vereinzelt Bäume hier links und da rechts. Aber man hat wirklich eine sehr schöne Übersicht. Sieht echt cool aus, also ist dir wirklich gut gelungen. Da kann man die Dinosaurier wirklich sehr gut beobachten. Also richtig nice. Ganz, ganz toll. Und ich würde sagen, ich bringe mal eben die Geosphäre wieder hier hin. So, ich glaube, wir sind wieder da, wo wir aufgehört haben. Düsen jetzt mal ganz schnell hier vorbei. Die Strecke ist hier natürlich alles ein bisschen steil und so. Aber das geht manchmal nicht anders. Sind wir jetzt hier schon im nächsten Gehege oder ist das das gleiche? Mal ganz kurz rausgucken. Nee, das ist noch das gleiche Gehege, okay. Schnell wieder zurück in unsere Kugel, bevor sie wieder verschwindet. Also gibt es hier doch noch mehr Dinosaurier. Die haben sich nur sehr gut aufgeteilt. Was haben wir denn hier? Guten Abend. Okay, das sind keine Mutaburas, das sind Mayas, so wie es aussieht. Hallo, Mayas. Alles klar? Ja, ich weiß, du hast keinen Bock auf mich. Dann geh mal lieber da oben zu deinen Kumpels. Will dich auch nicht weiter stören, weiter geht's. Gucken, was wir hier noch so haben. Das sind noch mehr Mayas. Ach, das ist das Gehege vom Anfang jetzt hier, vom Eingang. Da sehe ich nämlich schon die Triceratopse, die wir vorhin gesehen haben. Die grasen hier schon ordentlich. Guten Tag. Hallo? Da, wo du grast, da ist gar kein Gras, lieber Triceratops. Oder frisst du gerade, oder am liebsten Erde? Ja, gut. Scheint sich auch nicht für mich zu interessieren. Schauen wir mal hier vorbei. Das ist auch wieder der große Baum, den finde ich toll. Ist nur auch sehr schwer unterzubringen, weil der so riesig ist. Ja, hier machen die gerade eine kleine Lästerrunde. Na? Worüber wird gesprochen? Fußball? So, ich hau auch ab. Also, du hast Triceratops da drin, Mayas, Gallimimus und Paras. Sehr cooles Gehege. Und überall diese tollen Futterspender von Claire Sanctuary. Oder Zuflucht in Deutsch. Finde ich nice. Das ist auch eine richtig bunte Mischung. Au! Ich wollte nicht an dein Futter. Okay, ich verschwinde lieber. Alles klar. Rammt er mich einfach weg, ey. Bin ich voll erschreckt. Okay, weiter geht's. Wollen wir die mal nicht weiter stören. Ja, der hatte gerade echt Angst, dass ich ihm sein Futter wegfutter. Sesam, öffne dich. Keep clear. Nächstes Gehege. Ich glaube, jetzt sind wir bei den Fleischfressergehegen, wo wir am Anfang waren. Das dürfte das... Oh Gott, im Gedächtnis. Ich habe vergessen, was wir als erstes gesehen haben. Ceratus? Oder Kanus? Ich glaube, das waren die fünf Kanus hier, ne? Bin gerade nicht mehr sicher. Nee, hier sehe ich gerade gar nichts. Da, düsen mal hier durch. Wir werden gleich schon den einen oder anderen Dino zu Gesicht bekommen, da bin ich mir sicher. Also du hast auf jeden Fall sehr recht damit, dass die Touren lang sind. Deswegen gebe ich jetzt hier auch mal ein bisschen Gas. Das ist wie so ein Formel-1-Rennen hier. Wo sind die Dinos? Das gibt's ja nicht. Ja, die Gehege sind halt auch sehr, sehr groß, ne? Deine Dinosaurier haben sehr viel Platz. Finde ich mega nice. Und ja, da sind die Dinos. Okay, wir kriegen sie noch zu Gesicht, bevor wir das Gehege wieder verlassen. Ja, das waren die Kanus. Richtig. Okay, alles richtig gemacht. Hier bin ich auch drin in dem Gehege. Hallo, Kano. Er ist sehr zurückgegrüßt. Weiter geht's. Das Gehege haben wir ja schon gesehen, so ein bisschen. Ah, da sind die anderen gerade am Futtern. Wollen wir jetzt auch nicht weiter stören. Alle am Futtern. Da bin ich bestimmt auch bei. Einer von denen war ja ich. Und durch das nächste Tor düsen wir. Sesam, öffne dich. Au, au. Next. Hier war... Was war denn hier drin? Waren das hier schon die Alos? Waren die Alos. Guck mal, ich habe gar nicht so ein schlechtes Gedächtnis, wie ich immer denke. So, hier, die sind auch durch. Hallihallo. Hallo, Saurus. Jetzt schauen wir uns hier mal von Nano ein bisschen an. Klatsch. Ei. Na, schmeckt das Trinken? Ist schon geil, ne? Stellt euch mal vor, ihr könntet denn echt in so einer Kugel sein. Und dann einen Alo von so nah beobachten. Aber ich hätte auch sehr viel Angst, muss ich sagen. Wenn ihr euch den mal anguckt, wie groß er ist. Eieiei. Okay, ich verschwinde lieber. Wäre schon cool, aber auch
Puh, ich weiß nicht, ob ich mich das trauen würde, in so eine Kugel in ein Fleischfressergehege zu gehen. Na gut, wenn die Kugel ausreichend getestet wurde, dass sie sicher ist, dann vielleicht schon. Gehen wir nochmal in die Außenperspektive. Wir sind hier nochmal weiter. Ich wünschte, die hätte so einen Nitro-Boost, die Kugel. Weil die Fahrt ist wirklich sehr, sehr lang. Aber sehr, sehr cool gemacht. Ich finde die Idee super cool, wie du es gemacht hast. Und damit haben wir schon die Fahrt geschafft, die erste. Sehr gut. Zack. Rein damit. Sehr, sehr coole Gyros-Fernfahrt. Hat jetzt ein bisschen gedauert. Und ich würde sagen, bevor wir uns jetzt hier die Gehege groß anschauen, schauen wir uns hier nochmal die Mitte von deinem Park an. Da kommt man auch mit einer Station hin. Die heißt einfach Einschienenbahn Station 2. Und sehr, sehr cool. Hier hast du ein Innovationszentrum gemacht. Und von jedem Weg vom Innovationszentrum ist so ein Laden platziert. Finde ich cool, die Idee. Also hier die Einschienenbahn, hier eine... Oh, die haben sogar Namen. The Isle Fan Artikel Laden. Sehr, sehr nice. Das ist ein Kleiderladen, glaube ich. Oder? Was? Das ist ein Kleiderladen, oder? Keine Ahnung, was es ist. Doch, es ist ein Kleiderladen. Okay. Hier ist ein Restaurant. Dino Spezial heißt das. Ein Hotel. Hotel Jura hast du hier. Wenn wir mal in die Sicht einmal schauen. Hier hat man sogar eine Sicht auf die Gehege rundum. Ist nur gerade kein Dino zu sehen. Man hat mega die gute Sicht. Man kann fast alle Gehege sehen. Wir verstecken sich gerade die Dinosaurier ein bisschen. Das ist auch nicht weiter schlimm. Was haben wir hier? Hier haben wir einen McDonald's. Darf auch nicht fehlen. Und eine The Isle Spielhalle. Auch sehr, sehr cool. Dann hast du hier mit Wasser rumgearbeitet. Und mit Klippen und sowas. Wahrscheinlich wolltest du hier alles in Klippenoptik machen in der Mitte. Aber das Problem ist immer, man hat immer diesen Grasabstand an Gebäuden und so. Das finde ich sehr, sehr doof. Also man kann halt keine Gebäude direkt auf diesen Klippen platzieren. Ist ziemlich doof gemacht. Hier finde ich aber cool, dass du so diese Kombination dann aus Wasser, Stein und Rasen gemacht hast. Mit ein paar Büschen. Sieht sehr, sehr cool aus. Ich finde das Konzept von deinem Park mega nice, muss ich sagen. Das sieht ultra gut aus, ne? Also diese zwei Kreisläufe an Gehegen mit einer Gyros-Fernstation und Dings finde ich einfach eine geniale Idee. Ich suche gerade das Easter Egg, was du meintest, was dir passiert, oder was Lustige, was dir passiert ist. Du meinst ja, das sieht man am besten in dieser Sicht, aber ich habe keine Ahnung. Ich habe wirklich keine Ahnung, was du meinst. Das musst du mir mal in die Kommentare unten schreiben, was du damit meintest. Oder vielleicht fällt es ja dem einen oder anderen auf, was du meintest. Ich sehe es jetzt so nicht. Ist aber auch nicht schlimm. Hier hast du auch immer so Gehege gemacht. Ich weiß gar nicht. Also Gehege, so Tore gemacht. Ich weiß gar nicht, wofür die sind. Ah, ich verstehe. Damit die Jeeps, falls mal hier ein Geschäft kaputt geht zum Beispiel, da auch hinkommen in die Mitte. Das macht natürlich Sinn. Der Jeep muss nämlich dann hier rumfahren, hier durch und dann hier durch. Ah, coole Idee. Also eine sehr, sehr nice Idee. Habe ich so noch nie gesehen. Finde ich aber ultra gut. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt ohne langes Schnacken direkt in die Safari-Tour hier. Und wir fahren natürlich selber. Selbstverständlich. Freue ich mich schon drauf. Habe ich noch nie gemacht, wenn ich ehrlich bin. Kamera wechseln. Ja, das sind schon die tödlichen Ziegen. Wir fahren aber in der Außenperspektive. Das sieht man ein bisschen besser. Da sind Velos. Sehr nice. Aber auch hier werden wir nicht zu viel Zeit verlieren. Also diesen Velociraptoren. In das Gehege kommen wir, glaube ich, auch gleich nochmal. Nochmal einen kurzen Abstecher aber trotzdem. Einmal schauen, ob wir hier nicht noch Dinos zu Gesicht kriegen. Und ich will mal testen, ob das Tor aufgeht. Tatsächlich, es geht auf. Boah, hat der schlechte Bremsen, der Wagen. Okay. Ich habe das Gefühl, ich werde gleich einen Unfall bauen. Ja, in das Gehege kommen wir gleich ja nochmal von der anderen Seite. Das schon. Fahren wir mal hier auf das nächste Tor zu. So, dann öffne dich auch hier. Und hier kommen wir zu den Ceratos. Die haben wir auch schon gesehen. Na, die Sicht hier aus der Scheibe ist leider nicht so gut. Wir können uns aber leider gerade nicht hinten draufsetzen, weil wir der Fahrer sind. Dann müssen wir halt uns mit dieser Sicht hier beglücken. Schreit einmal für uns. Wir fahren weiter. In den Sonnenuntergang hinein. Einmal bei den Kollegen vorbei, kann man hupen? Ja, kann man sogar. Hallo, es geht. Einmal ausbremsen. Ey, die Bremse ist echt schlecht. Ich mach mal Vollbremsung jetzt. Seht ihr das, wie lange man braucht? Ich habe wirklich Vollbremsung gemacht. Also, dass damit ein Unfall passiert, ist vorprogrammiert mit den Bremsen. So, das nächste Gehege, das haben wir auch schon gesehen. Dann haben wir nämlich einmal das Sukumimus-Gehege.
will dich gar nicht weiter stören. Da ist der Rote dann nochmal. Und wir düsen weiter. Waren hier nicht noch Dilos drin, ne? Ich glaube ja, ne? Die muss man jetzt erstmal finden, so klein wie die sind. Ich bin mir ziemlich sicher, dass hier Dilos drin waren. Ich schau einmal ganz kurz. Ja, sind sie tatsächlich. Nein, schnell in die Tour rein. Bevor sie verschwindet. Ja, ich drehe nochmal einmal ganz kurz für euch. Die Dilos wollen wir nämlich auch nicht verpassen. Wir düsen wir nochmal schnell zurück. Und einmal frontal zusammenfallen. Geht das? Bums. Tut mir leid, Kollege. Beabsicht. Hier sind die Dilos. Ich habe ja echt Schiss, dass die... Also ich finde dieses System mit dem Tor hier echt ein bisschen unsicher, muss ich sagen. Hallo. Nicht gegen die Scheibe spucken, kleiner Mann. Schön mit dem Scheinwerfer drauf leuchten. Okay, stellen wir die nicht weiter. Nächstes Gehege. Wie sich das anhört. Boah, der Wassereffekt. Was war das denn? Seht ihr das? War ja voll komisch. Zu langsam. Sehr gut. Ah, die Tour ist schon cool, ey. Die muss ich auch unbedingt mal machen. Mit der kann man bestimmt auch jede Menge Spaß haben. Vielleicht kann ich die ja mal in die Rennstrecke einbauen, dass die als Hindernis darum fahren, diese Tourwagen. Wäre, glaube ich, ziemlich lustig. Da vorne ist Stau. Irgendwas passiert da. Ich hoffe, da kommen wir durch. Was haben wir denn hier für ein Dino? Freunde. Ich habe hier noch nichts gesehen. Oha. Okay, dass ich den übersehen habe. Das ist sehr verwunderlich. Weil das ist jetzt nicht gerade ein kleiner Dino. Tag. Ein Giganotor haben wir hier. Was ist der? Foxy Paint. Okay. So, was ist jetzt hier los? Welcher Kollege konnte hier wieder nicht fahren? Das ist doch jetzt nicht euer Ernst. Ach Jungs, ich muss da durch. Okay, wir müssen jetzt den Weg freiräumen, Leute. Ich enjoy die Jurassic Tour gerade richtig, ne? Das macht richtig Spaß. Mega cool, damit selber rumzufahren. Der bremst natürlich automatisch ab, ne? Boah, ist das euer Ernst, Leute? Ich möchte da gerne durch. Ich hoffe, ich kann jetzt hier weiterfahren. Problem haben wir auf jeden Fall behoben. Tut mir jetzt leid, ich musste einmal die Strecke kurz entfernen. Ist aber ja auch nicht weiter schlimm. Jetzt haben die ganze Zeit dieses blöde rote Zeichen da oben. Nicht verschwinden. Ah, das wird verschwinden. Egal, wir machen weiter. Ah, wir sind schon wieder im letzten Gehege angekommen, so wie es aussieht. Nämlich die Velos. Ach. Was macht ihr denn hier? Der Giganotosaurus ist ein gewaltiger Theropode, der einst zu den größten Jägern der Erde zählte. Sein genetisches Material wurde zur Schöpfung des Indominus Rex verwendet. Mega cool, wie man die beobachten kann hier. Durch die Scheibe. Das ist schon toll. Gibt es ja eigentlich noch mehr Dinos drin, außer die Velos? Oh, hier ist ein T-Rex. Seven Ghost heißt der. Da ist er. Den müssen wir auch nochmal einmal anschauen. Oh nein, die Tour ist verschwunden. Egal, schauen wir mal eben so, Leute. Ist ja auch nicht weiter schlimm. Ah ne, die Tour ist ja direkt hier. Machen wir mal ganz kurz hier die Verbindung. Den T-Rex habe ich gar nicht gesehen vorhin, ne? Ist ja unglaublich. Das ist ja unglaublich. Da fahren wir nochmal schnell hin. Den wollen wir nochmal ein bisschen provozieren. Hallo, kleiner T-Rex. Wie geht's, wie steht's? Komm uns mal weg, T-Rex. Das wäre witzig. Vielleicht läuft er ja gleich geradeaus. Nein, er dreht sich. Oh ja, wir haben es geschafft, Leute. Ich sehe nichts. Aber wir haben es geschafft. Er hat uns erfolgreich weggerammt. Sehr, sehr gut. Seven Ghost. Und ich glaube, damit haben wir alles erkundet, Leute, oder? Nicht alles. Ja, hier waren wir. Das haben wir angeschaut. Den Eingangsbereich haben wir angeschaut. Die zwei Kreisläufe haben wir angeschaut. Sehr, sehr coole Idee. Ich hatte eine Menge Spaß, hier durch deinen Park zu düsen. Schreibt auf jeden Fall mal unten in die Kommentare, wie ihr den Park von EnderMW fandet.
Ich fand ihn sehr cool. Schreibt eure Meinung unten hin. Falls euch das Projekt gefällt, würde ich mich über ein Like freuen. Falls ihr auch mal mitmachen wollt, ihr könnt mir gerne einen Park einsenden. Entweder per E-Mail, die ist unten in der Videobeschreibung. Oder ihr schickt mir das Ganze im Discord. Müsst das dann vorher hochladen und dann könnt ihr mir den Link im Discord schicken. Das geht natürlich auch. Und mit etwas Glück bewerte ich dann beim nächsten Mal euren Park. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.